Meine kleine Meinung zu diesem Kinderrucksack von Reju, falls er so ausgesprochen wird, ich würde es jetzt so denken, gibt es in, glaube ich, 3 verschiedene Farbkombinationen, hat so 10 Euro, ein bisschen weniger gekostet und ja, fand ich eigentlich ganz hübsch so für einen kleinen vielleicht. Und deswegen habe ich den mal bestellt. So sieht er ohne Hülle aus, ist der schick? Ja, das ist für mich sehr schick. Das ist schön. Oh, da kann man ja super viel einpacken. Das wäre natürlich toll. Und man hat hier auf jeden Fall erstmal diverse Taschen, ne? Ja. Hier an der Seite zum Beispiel. Ja. Wenn ich sie aufkriege. Hier sind überall Taschen. Genau. Und hier ist eine Riesentasche, eine mittlere Tasche und hier eine kleine. Da kann man auch einen Molkeriegel reinmachen. Beispielsweise. Haben wir einen Molkeriegel? Ja. Hallo. Wie kann man den wieder zumachen? Ja, ein schöner Molkeriegel. Passt hier ganz wunderbar rein. Würden sogar noch mehr reinpassen. Dann hatten wir vorne eine Tasche. Der die ist ja groß. Ja, ja, durchaus. Da kann man auch eine Brotscheibe reinmachen. Und hier nur eine kleine Brotscheibe. Na, man bräuchte vielleicht noch ein Gefäß. Ah, vielleicht eine Brotdose. Ja, und hier kann man auch Trink reinmachen. Und hier kann man ein Frühstück reinmachen. Messen wir erstmal, wie groß die Tasche ungefähr ist. Würde ich sagen, innen 22 bis 23 cm breit. Und hier, ja, 16 cm tief. Können wir jetzt schauen, ne? Eine kleine Minion-Dose. Passt hier zum Beispiel hervorragend rein. Ja, sehr cool. Und hier kann man ins Netz eine Flasche reintun. Oh, die passt nicht. Die muss. Geht. Sehr schön. Bitte sie wieder rausnehmen. Na gut. Und hier oben das Fach, ja, ist ein bisschen trapezförmig. Auch fast 22. Oben dann 18. Und hier so ein Deckel. Und von der Höhe 12 bis 13 cm. Und dann gibt es hier natürlich noch eine ziemlich große, ne, Rucksacktasche. Und da sieht man, hat man hier also schon richtig viel Platz. Ne? Hier würde natürlich die Brotbüchse auch noch reinpassen. Und ich weiß gar nicht, was hier noch so alles reinpassen könnte. Alles. Ja, kannst du machen. Wir haben eine Höhe von ungefähr 32 bis 33 cm. Und unten eine Breite von 25 cm bis 26. Ja, und Tiefe ist natürlich ein bisschen variabel, aber ich würde sagen 8 bis 9 cm Tiefe. Und von dem her, ja, kann man hier auf jeden Fall aus meiner Sicht viel reinpacken. Ja, die Tasche mit dem schönen Molkeriegel habe ich natürlich noch nicht gemessen. Kann man aber auch mal machen. Hat hier eine Höhe von ungefähr 12 cm, 10 cm in der Breite. Ja, und die Tiefe, ja, 3 cm ungefähr. Und was hier halt schön auch ist, natürlich hinten, ne, hat der Rucksack hier auch diese, ja, diesen, ja, Brust, sagt man Brustgurt dazu, der auch verstellbar ist, wodurch das Kind, ne, dann natürlich hier vorne das dann vorne natürlich zumachen kann und der Rucksack nicht an den Schultern runterrutscht. Oder das sollte er zumindest nicht. Gelb ist übrigens eine tolle Farbe. So, hier nochmal kleine Passprobe und eben dieser Schultergurt, ne, kann natürlich auch selber zumachen oder aufmachen. Und das natürlich, oder Brustgurt so, damit das hier jetzt natürlich nicht mehr runterrutschen kann. Ne, und das ist schon cool. Umdrehen. Hallo Mama! Ich sehe dich! Ja, denke, das sieht auch gut aus. Ne? Man hat eben viel Platz. Nicht zu groß, aber vor allen Dingen auch nicht zu klein und von dem her hält sehr gut. Eigentlich ein toller Rucksack. Ja, verarbeitungstechnisch war aus meiner Sicht jetzt auch sehr gut. Alle, ja, Reißverschlüsse gehen gut. Ja. Genau. Und sieht an sich auch schick aus. Mir persönlich hätte es auch gut gefallen, wenn es schwarz-gelb wäre, aber das ist natürlich nur mein eigenes Fable. Aber so hier keine, ja, offenen Nähte oder keine abstehenden Fäden. Und auf der Rückseite hier im Prinzip auch schön gepolstert. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen
ja, wie so Air Mesh, luftdurchlässig, ja, falls man schwitzen sollte oder so, vielleicht als Kind weniger, aber an heißen Tagen kann das natürlich passieren, hier genauso und eben auch leicht gepolstert. Das denke ich ist auch gut, schöne Trageschlaufe, das Gelb sieht einfach toll aus. Von dem her, ich denke, ist ein schöner Rucksack, ihn freut es auch und kann jetzt natürlich immer wunderbar schöne Sachen reinmachen und vor allen Dingen hält er auch sicher am Körper und rutscht eben nicht einfach runter.